Ich will nur betonen sozusagen, dass die dunkle Energie liegt auch den Kosmologen im schweren Magen. Und wir suchen danach Alternativen. Ja, das ist zum Namen dunkle Energie. Ja. Ich fand den Namen ganz schlecht, denn die dunkle Energie widerspricht den klassischen Energieungleichungen, die Hawking, Penrose in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts eingeführt haben. Dominante Energie, alle Laborenergie, positive Energie, Brücke. Diese dunkle Energie ist eine negative Energie. Der Name ist irreführend. Es ist genau das Gegenteil von Energie. Also ich fand den Namen ganz schlecht. Früher hieß es Lambda. Lambda war die kosmische Konstante. Verstand jeder. Keiner wusste, was sie ist. Aber das war die Größe, die selbst Einstein nicht verstand und die wir bis heute noch nicht verstehen. Die man hineinnehmen kann oder nicht. Aber es hat sicher nichts mit Energie zu tun. Und der Name war nur so zugkräftig, dass sofort alle Gelder bewilligt wurden, in Experimente dunkle Energie zu suchen, obwohl es ein irreführender Name war. Also Mike Turner hat da eigentlich ein bisschen kriminell gehandelt. Also ja, ich war auch nicht ganz glücklich mit diesem Namen. Aber die Amerikaner sind einfach sehr geschickt, ja, solche Catchphrases zu wählen. Und der Name im Nachhinein vom Marketingtechnischen war das genial gewählt, weil jeder spricht drüber und ja. Ein politisches Wort, nicht ein physikalisches. Ja. Aber ich wollte auch noch was anderes dazu sagen. Ja, wir verstehen in der Tat überhaupt nicht, wie so ein abstoßender Mechanismus funktionieren kann. Andererseits, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, im Magnetismus, da wissen wir, da gibt es Kräfte, die sich anziehen und die sich abstoßen. In der Gravitation war das lange Zeit ein Rätsel. Warum gibt es nur anziehende Gravitation? Das heißt, konzeptionell ist es nicht vollständig absurd, wenn wir auch tatsächlich noch weit davon weg sind, dies verstehen zu können. Wollten Sie was? Ja, zu dem Namen fällt mir noch eine nette Geschichte ein. Also dunkle Energie und dunkle Materie nehmen ja vor allem einen sehr, sehr großen Prozentsatz im Universum ein, über 95%. Und Michael Turner hat mal in München einen Vortrag gehalten über das Standardmodell. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das nicht gefährlich sei, eine Kosmologie zu basteln mit 95% unbekannten Substanzen, mit denen man alles machen kann. Ob man das nicht vergleichen müsste mit einer Kreditaufnahme von 95%, mit der man ein Unternehmen führt. Und er hat dann schlagfertig geantwortet, in America we used to do so. Und das ist, aber wir müssen über die Methodik wirklich jetzt nachdenken, ob das noch gesund ist. So, wie in der Wirtschaft vielleicht auch, ja. Mit so einem großen Prozentsatz zu rechnen und anzunehmen, von dem wir eigentlich nichts wissen. Und neue Ideen sind gefragt und ich bestreite auch überhaupt nicht, dass Sie alle gute Wissenschaftler sind und gerne neue Ideen auch verfolgen, auch die weggehen. Aber es gibt, und da haben Sie, Herr Raucher, selbst sogar vorher ein bisschen die Position vertreten, es gibt einen großen Widerstand gegen Ideen, die dann wirklich gefährlich sind. Sowas wie vielleicht variable Lichtgeschwindigkeit, wie sie Robert Dicke verfolgt hat. Und da gab es sogar einen Physiker, der geschrieben hat, das würde Einstein widersprechen, das geht ja überhaupt nicht. Ja, ich meine, wer die Idee zuerst hatte, war Einstein 1911. Wir lernen also von diesen Gegenargumenten, hatte Einstein keine Ahnung von den Grundlagen seiner eigenen Theorie, wenn er sich damit beschäftigt hat. Also es gibt da schon durchaus Denkverbote und die muss man überwinden. Ja, wobei die natürlich... Denkverbot, das klingt immer so nicht so gemeint, nicht so gemeint. Soziologische Strömungen, die alles mitreißen. Er kauft sich da natürlich unglaubliche Probleme. Also wenn man das Äquivalenzprinzip, also dass dieser Grundsatz, dieses der allgemeinen Relativitätstheorie aufgeben würde, da würden so viele andere Dinge in Frage stehen, dass man sagt, also das ist ähnlich wie bei Bohr, der die Energieerhaltungssatz aufgeben wollte, als der Beta-Zerfall zur Debatte stand und Pauli sagte, nee, dann lieber ein neues Teilchen, nämlich das Neutrino. Also das ist doch eigentlich verständlich. Also da könnten wir jetzt auch eine sehr, sehr interessante wissenschaftstheoretische Diskussion aufmachen, aber die führt jetzt komplett in die Teilchenphysik. Ich glaube, da wollen wir heute nicht hin. Wir werden uns über die Bewertung vieler Dinge vielleicht nicht einig werden, aber ich plädiere einfach dafür, dass wir über die Methodik nachdenken. Stichwort Transparenz. Ich glaube, da sind Sie sogar letztlich auf meiner Seite auch. Was meinen Sie denn genau mit Methodik? Also nachdenken, wie
die Modellbildungen, die dominierenden Modellbildungen zustande kommen. Ja, nämlich durch Konsens, dass man irgendwann sich einigt, dieses Konzept ist jetzt etabliert und dann macht auch niemand mehr die Kiste später auf. Ja? Also ein Historiker hat mal geschrieben, es hat noch nie jemand einen Nobelpreis dafür bekommen, weil er gezeigt hat, dass etwas nicht existiert. Aber es wächst immer nur an, das Gebäude, aber es wird nie was weggenommen. Herr Springer, stimmt das denn? Also ich habe auf Ihrem Plot eben gesehen von Reyes et al. 2010, wo diese Teves-Theorie ausgeschlossen wurde. Dahinter steckt, glaube ich, niemand Geringeres als Jakob Bekenstein, ein sehr berühmter Spezialist für allgemeine Relativitätstheorie. Das ist ja nun nicht so, dass da Denkverbote herrschen oder dass da ein Konsens, dass man sich, dass da irgendwie so oder? Also es ist jedenfalls nicht, wäre jetzt ein Gegenbeispiel. Kein Denkverbot, es ist nicht gemeint als Verschwörung, sondern es ist nur eine wissenschaftshistorische Beobachtung. Ich glaube, die müssen wir machen. Also, ich denke, es ist so, was Hunziker sicher meint. Natürlich ist es so, dass es eine Mehrheitsmeinung gibt. Und zum Beispiel in der Kosmologie glaubt eben, oder das Standardmodell wird eben von der Mehrheit der Astrophysiker unterstützt. Und wenn man daran zweifelt oder nicht glaubt, schließt man sich zunächst mal einer Minderheit an. Ja, das ist also dann erstmal eine unorthodoxe Meinung. Und wenn man eine unorthodoxe Meinung vertritt, das erfordert sicherlich auch Mut. Ja. Und das ist ein soziologischer Effekt, den da bin ich bei Herrn Hunziker, den gibt es natürlich. Ja, man muss natürlich, um gegen die orthodoxe, die herrschende Meinung anzugehen, erfordert es einen gewissen Mut. Und das ist da ist die Physik nicht frei von solchen soziologischen gruppendynamischen Effekten. Wobei ich trotzdem glaube, dass die, wenn es eine Community gibt, und es noch relativ gering ist, dann sind es schon die Physiker, glaube ich. Weil es ist schon so, dass natürlich geheiligte Prinzipien wie die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, natürlich, wenn ich jetzt ein Paper schreibe, wo ich sage, ja, die Lichtgeschwindigkeit ist nicht konstant, dann muss ich eben für diesen außerordentlichen, für diese außerordentliche Behauptung auch außerordentliche Evidenz haben. Und wenn ich die nicht habe, dann werde ich schnell nicht ernst genommen. Und deswegen werden so radikale Ideen, die dann auch nicht gut begründet sind, die werden sehr schnell abgelehnt. Und diejenigen Forscher, die sowas versuchen, die stoßen dann natürlich auch auf Ablehnung. Das ist ein soziologischer Effekt. Allerdings, ich glaube eben, dass in dem Fachgebiet gibt es sehr viel Raum auch für alternative Ideen. Und es ist nicht so, dass auch Kollegen, die jetzt zum Beispiel das dunkle Materiemodell kritisieren, eben geschnitten werden. Ja? Der Pavel Krupa wurde ja schon erwähnt aus Bonn, der ist ein sehr respektierter Kollege, ein sehr kluger Kopf, der, ich bin mit ihm nicht einer Meinung, wie die Daten zu interpretieren sind, aber ich glaube, dass er einen guten Job macht und er interpretiert eben bestimmte komplexe Daten anders als die Mehrheit der Forscher. Ich denke nicht, und trotzdem glaube ich, dass er daran zu knabbern hat, dass er eben in der Minderheit ist. Und dass das manchmal das Gefühl erzeugt, dass wir vielleicht irgendwie geschnitten wird, das mag sein. Aber ich glaube aber nicht, dass es so ist, und das, da bin ich eben nicht einer Meinung mit Herrn Hunziker, dass das wirklich ein gefährlich ist im Moment oder dass die Physik sich sozusagen verlaufen hat in der Mehrheit, wie er da meint, dass sozusagen die betriebsblind die Mehrheit der Physiker in eine falsche Richtung gegangen ist. Es gab natürlich immer schon Abzweigungen und Irrwege in der Physik. Ja. Und es mag sein, dass manche unserer heutigen Vorstellungen eben auch sich als so ein Irrweg erweisen werden. Das will ich gar nicht ausschließen. Wir müssen offen bleiben und selbstkritisch bleiben, dass es vielleicht Irrwege gibt, auch fundamentale Irrwege. Das kann sein. Ich glaube allerdings auch, dass diese Irrwege heute schneller korrigiert werden würden, als es in der Vergangenheit war und dass niemals die Chancen besser waren, als heute auch konträre Ideen zu kommunizieren. Ja, dafür gibt es eben über Publikationsplattformen im Internet und so, der Wissenschaftsbetrieb hat sich beschleunigt, man kann Blogs schreiben, man kann im Internet die Paper publizieren und so fort, auch außerhalb der etablierten Bahnen der Wissenschaft. Und wenn die Ideen gut sind, dann bin ich schon überzeugt, werden sie sich auch durchsetzen, auch wenn vielleicht das eine Minderheitsmeinung ist am Anfang. Und sie werden sich heute schneller durchsetzen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass wir ein großes, besonderes Problem haben in unserer modernen Zeit. Es ist möglich, dass wir uns
dass bestimmte Dinge falsch sind, aber ich glaube, ich vertraue darauf, dass das Fachgebiet das korrigieren wird. Ja, ich wollte gerade zu dieser Mehrheitsmeinung was sagen. Ja, in der Tat ist es so, dass bestimmte Konzepte von den meisten Astrophysikern akzeptiert werden. Aber das ist nicht etwas so, wie wenn eine Partei über das Parteiprogramm abstimmt, wollen wir jetzt die Frauenquote oder nicht, wollen wir jetzt die dunkle Materiequote oder nicht, sondern es ist tatsächlich durch Evidenz, durch Überzeugung, das ist ein großer Unterschied. Wissenschaft ist in dem Sinne nicht demokratisch, dass man einfach sagt, ich hebe die linke Hand oder die rechte Hand, sondern da ist die Evidenz, da wird diskutiert und dann wird ein Konsens gebildet. Und die dunkle Materie ist das beste Beispiel dafür, dass das eine Minderheitmeinung war. Fritz Zwicky, der war ein Außenseiter, die Leute haben ihn verlacht für dieses Konzept und haben gedacht, was ist dieser verrückte Schweizer in Amerika, aber die Evidenz hat ihm recht gegeben und dann wurde 30 Jahre später auch in anderen Situationen in Galaxien dies gefunden und so hat dieses Konzept Dunkle Materie ganz langsam den Status von Außenseiter, Minderheit zu Mehrheitsmeinung gefunden, durch Überzeugung, durch Beobachtung, durch Evidenz. Wobei da natürlich eine große Rolle gespielt hat, dass auch von anderer Seite dann Evidenzen kamen, also Vera Rubin. Unabhängig andere Gruppen, andere Messungen, andere Objekte, ja.